Jetzt klappt das mit dem Licht echt schon ein bisschen besser. Ja. Da stehe ich jetzt und guck mal, ob ich das echt schaffe, so ganz tiefe in mich reinzugucken. Und ja, ich wollte jetzt mal meinen Mut zusammennehmen und ja, wirklich was erzählen, was mich so ganz im tiefen Inneren beschäftigt, bedrückt, traurig und glücklich macht. Und zwar habe ich damals vor vielen Jahren, als ich 18 Jahre alt war, ist leider mein Papa einfach von uns weggezogen. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo lebt er, wo ist er, geht's ihm gut, geht's ihm nicht gut, und ich hatte überhaupt kein Lebenszeichen von ihm. Und habe dann immer mehr angefangen zu sagen, ach komm, den gibt's gar nicht mehr, der ist doch nur dein Erzeuger. Und immer mehr so eine große Mauer um mich herum gebaut. Ja, um einfach gar nicht diese Verletzung wahrhaben zu wollen, dass mir das einfach tierisch wehgetan hat, dass einfach mein Papa weggegangen ist und ja, mich einfach im Stich gelassen hat. Und ja, also wie gesagt, ich habe dann immer mehr so getan, als gäbe es ihn gar nicht und ach, das tut mir doch nicht weh und pff, dann habe ich halt keinen Papa. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, ganz, ganz lange nichts von ihm gehört und dann doch gemerkt, dass es ein ganz schön schwieriges Päckchen ist, was ich da mit mir rumtrage, dass es mich sehr belastet und dass ich das eigentlich gerne loswerden möchte. Und ja, hatte damals von einem Bekannten, ehemaligen Bekannten von meinem Papa erfahren, dass er vermutete, dass mein Papa im Nachbarort arbeitet und ich mich doch mal mit ihm treffen könnte. Und ich habe ihm gesagt, nee, das möchte ich nicht, weil schließlich bin ich ja nicht weggegangen und habe mich nicht gemeldet, sondern das war ja er und er ist der Vater und ich ja nur die Tochter. Ja, und dann habe ich das erstmal nicht gemacht. Und dann bin ich aber von München nach Leverkusen gezogen und dachte mir, ach, ich möchte irgendwie meinem Papa sagen, hier, wenn du mich erreichen möchtest, erreichst du mich jetzt hier und hier. Und habe dann an die besagte Adresse, die ich da von dem Bekannten von meinem Papa bekommen habe, habe ich dann eine Postkarte hingeschrieben und gesagt, hier, ich bin umgezogen und wenn du möchtest, kannst du mich hier erreichen, das ist meine neue Adresse. Und habe ihn so einfach den Ball ein bisschen wieder zurückgeworfen. So, dass er jetzt an der Reihe ist und wenn er das in die Hand nehmen möchte, sich einfach auch bei mir melden kann. Ja, das hat er aber leider nicht gemacht. Das hat mir natürlich wiederum sehr traurig gestimmt. Aber andererseits, ja, habe ich ihm die Verantwortung wieder zurückgegeben und das hat sich für mich ein bisschen leichter angefühlt. Dann sind noch viele Jahre vergangen, wo ich nichts von ihm gehört habe. Und irgendwann in 2011 bekam meine Mama einen Anruf aus Südafrika. Und zwar rief da wiederum ein Bekannter von meinem Vater an, dass jetzt mein Vater irgendwie in Südafrika, in Sierra Leone, verstorben sei. Und er quasi den Auftrag bekommen hat, dass er eben seine Kinder und seine Frau davon informieren sollte. Man muss dazu sagen, meine Eltern waren zwar noch verheiratet, aber haben nicht mehr zusammen gelebt und wussten auch nichts mehr voneinander. Ja, und erst kam ich mir vor wie so einem falschen Film, also gute 20 Jahre, ja, kommt ungefähr hin, nichts von meinem Vater gehört und auf einmal hieß es, wie er ist gestorben. Und da stand ich da und konnte es gar nicht richtig fassen, dass das wirklich so sein sollte, sondern dachte echt, hey, wo bin ich hier? Und nee, das kann einfach echt nicht sein. Ja. Und dann wurde es aber tatsächlich belegt. Also dann haben wir auch von dem Botschafter von Sierra Leone und noch anderen Staatsmännern quasi erfahren, dass tatsächlich mein Papa verstorben ist, dass er Malaria hatte und an der Krankheit gestorben ist. Und ich fand das ganz furchtbar auf der einen Seite, weil ich dachte, boah, es gab noch so viele Sachen, die ich irgendwie unbedingt ihn fragen wollte, wieso und warum er das gemacht hat oder sich auch nicht mehr gemeldet hat. Und ich immer das Gefühl hatte, boah, ich wurde gar nicht richtig geliebt und warum tut er mir das eigentlich an? Und ja. Und auf der anderen Seite war es irgendwie, hatte ich immer Angst vor der Situation, was mache ich irgendwann, wenn er vor meiner Haustür steht? Ich hätte ihn irgendwie nicht gehen lassen können, weil es ist ja doch irgendwie mein Papa.
Und andererseits hätte ich irgendwie ein ganz blödes Gefühl dabei gehabt und hätte ihn irgendwie auch nicht richtig reinlassen wollen. Und das war echt immer so eine latente Angst, die mitgeschwommen ist. Ja, was mache ich dann? Und diese Angst war mir halt echt dadurch genommen, was irgendwie natürlich auch schade ist, dass es sowas Drastisches sein musste. Und ja, andererseits habe ich, glaube ich, also sagen wir mal das Positive, was ich an dieser Situation sehe, ist, dass ich einfach nochmal, also dass jetzt dadurch, dass mein Papa gestorben ist, er einfach auch die Möglichkeit hat, näher an mir dran zu sein oder überhaupt auch was von meinem Leben mitzubekommen. Ich habe immer so das Bild, der sitzt oben auf einem Wölkchen und guckt auf mich runter und schaut, dass mir nichts passiert. Und ja, ich glaube, die ganzen Jahre zuvor hätte ich es auch gar nicht mehr irgendwie zugelassen, dass er irgendwie mir näher ist, weil ich einfach so verletzt war, dass ich das einfach nur, ja, mich hinter einer dicken Mauer versteckt habe, um die ganzen Schmerzen einfach auch nicht zuzulassen. Ja, und wie gesagt, jetzt dadurch, dass er gestorben ist, hat er einfach echt auch die Möglichkeit, dass ich ihn näher an mich habe rankommen lassen, als er mir je näher war, also zumindest zu den Lebzeiten, wo ich auch nichts von ihm gehört habe. Ja, und diese Geschichte wollte ich einfach mit euch teilen. Das hat mich einfach sehr bewegt und das trotz diesem, ja, des Todes meines Papas, es einfach echt irgendwie auch was Positives hatte, dass ich, wie gesagt, es jetzt einfach auch schaffe, nochmal mit ihm eine neue Beziehung zu haben und er einfach ein, ja, Teil meines Lebens wieder sein darf und nicht außen vor. Genau, und das Schöne war ja auch, ich wusste irgendwie lange nicht, hat er denn diese Postkarte, die ich ihm damals geschrieben habe, hat er die denn überhaupt erhalten oder ist die gar nie angekommen? Und als wir dann die persönlichen Unterlagen von ihm bekommen haben, nachdem er gestorben war, da war dann diese Postkarte mit dabei. Und das hat mich dann sehr, auf der einen Seite sehr glücklich gemacht zu wissen, er hat sie bekommen. Und auf der anderen Seite aber auch sehr traurig, weil ich mir dachte, warum hat er sich nicht gemeldet? Ich habe doch was getan und er wusste, wo ich bin und trotzdem hat er sich irgendwie nicht gemeldet. Das hat mich auch sehr verletzt. Und erst im Späteren haben dann irgendwie Freunde von mir auch gemeint, ja, aber sie ist doch einfach auch mal so, er hat dich irgendwie immer im Herzen behalten und du bist ihm wichtig, weil sonst hätte er die Postkarte auch nicht behalten. Ja, und das hat mir dann irgendwie auch geholfen, diese ganze Situation nochmal so ein bisschen anders zu bewerten. Ja, also fasst Mut und es hat wirklich alles irgendwie seinen Sinn, auch wenn man es vielleicht in dem Moment erstmal nicht glauben kann. Manchmal muss ein bisschen Zeit verstreichen, aber wie ihr bei mir seht, ja, hat es mir ein Stück weit meinen Frieden wiedergegeben und ja, ist mein Rucksack, den ich trage, nicht mehr ganz so schwer wie zuvor. Macht es gut.